ist Nacht, der Regen fällt. Ich kann die Straße kaum noch sehen. Mein Truck spiegelt sich auf dem nassen Asphalt. Ein paar Stunden noch, ich glaube, es wird schon gehen. Endlich kommt der Rast, wo ich biege ab. Mein Parkplatz ist noch frei. Treffe ein paar Freunde vom letzten Jahr, rufe ihnen zu, seid ihr wieder mit dabei? Hooray, wir sind Trucker, wir sind mit dabei. Mein Truck race auf dem Nürburgring und Country Music Live. Hooray, wir sind Trucker. Was wir haben frei, drei Tage auf dem Ring sind wir, die Kings und mit dabei. Einmal im Jahr fahr ich los, da bin ich nicht allein. Der Ring ruft mich nichts wie hin, zum Feiern, Tanzen und zum fröhlich sein. Freunde sind schon da, sie sind gut drauf, ist der Teufel los. Bull Riding Action Country Show, one Trucker Lily sitzt auf meinem Schoß. Bonjour, Gérard Cunet, je pilote à Mercedes et je suis très content de piloter en Nürburgring. C'est un circuit fantastique et le public est merveilleux. Hello everybody, I'd just like to welcome everybody to the biggest and the best truck race of all at the Nürburgring. Mi nombre es Manuel Santos, estoy en el Nürburgring y intentaré estar entre los tres de adelante. Zdravím diváky z Nürburgringu, z krásného okruhu, který je nejhezčí okruh vůbec, kde startujeme před největší kulisou diváků, vyprodaných 160 tisíc na tribuně a věřím, že to bude závod úspěšný. Terve! Nimeni on Jokke Kallio. Olemme täällä aurinkoisella Nürburgringilla. Terveisiä vaan kaikille Suomeen. Здравствуйте. Меня зовут Геннадий Драбкин. Гонки на Нюрбургринге – это замечательные гонки, самые лучшие гонки. Hey, det är Kurt Göransson från Sweden. Jätteglad för att vara här på Nürburgring. Mycket trevligt. Bästa ställe i hela Europa. Ja, ik ben Bas van Vliet uit Nieuwekerk aan de IJssel. Ik race hier op de Nürnberg und verschrikkelijk mooi circuit vind. Okay? Ja, nun, wir Deutschen sind ja auch dabei. Ich bin nun mal der Senior und ich finde den Nürburgring eines der schönsten Strecken Europas. Der Start aufgenommen mit einer Kamera auf dem Dach von Hegmanns LKW. Das Beschleunigungsduell zur ersten Kurve gewinnt Richard Walker, berührt allerdings kurz den Truck von Axel Hegmann, reißt ihm vorne rechts ein Stück von der Stoßstange ab. Gérard Cunet, der Franzose im Mercedes, geht quer, ohne allerdings ins Kiesbett zu fliegen. Und noch einmal der Blick vom Dach des Hegmann-Trucks. Im schnellsten Teil des Nürburgrings, hier am Hatzenbachbogen, fahren die Trucks 160 km pro Stunde. Walker und Hegmann können sich sofort von den Verfolgern absetzen. Rang 3, František Wojtyšek mit dem Liasch, dahinter Mercedes-Pilot Gérard Cunet, dann Boje Overbrink auf dem Volvo, vor Kees Sandbergen, Archie Argo und Jacques Perret auf dem Mack Renault. Die erste Runde ist zu Ende. Walker und Hegmann sind bereits durch, dahinter Wojtyšek Rang 3 und hier Gérard Cunet mit dem weiß-roten Mercedes auf Platz 4. Probleme bei der einzigen Dame im Feld der kleinen Trucks, Heather Bailey auf dem sowjetischen Ziel. Der führende Richard Walker muss sich hier beim Überrunden durch eine wahre Nebelwand hindurcharbeiten. Neben Kallio in der ersten Startreihe rechts auf dem blauen White Conventional Slim Borgut, Ex-Formel-1-Pilot und seit 6 Jahren in der Truck-Szene zu Hause. Dahinter von der Marwitz und Danny Halm. Kallio kommt am besten vom Start weg und biegt als erster in Richtung Castroles ein. Dahinter Borgut, dann bereits Rennveteran Danny Halm vor seinem Teamchef Hans-Georg von der Marwitz. Fünfter ist Manuel Santos Marcos auf dem Phoenix MAN.
gleiche Reihenfolge in der sogenannten Queranbindung, der Fichtel- und Sachs-Passage des verkürzten Nürburgring Grand Prix-Kurses. Vor Kallio hier die Startnummer 57, Christian Zock aus Potsdam, und die 51, Tony Baldwin, England. Beide stehen zur Überrundung an. Und dann sehen die Zuschauer den ersten Ausrutscher im Castrol S, Christian Zock mit seinem Volvo. Noch einmal die Racecam im MAN von Danny Halm. Zweikampf mit dem überrundeten Johann Lackner aus Österreich. Weiter in Führung Jocke Kallio. Der Finne überrundet die Startnummer 43, Roland Schmidt. Der kommt aus Lich in der Nähe von Gießen, fährt seit 3 Jahren in der Truck-Szene und ist in diesem Jahr mit einem Phoenix MAN unterwegs. Der Abstand zwischen Kallio und seinen Verfolgern wird in der Schlussphase des Rennens größer. Hier kommt mit aufgeblendeten Scheinwerfern der Zweitplatzierte, Slim Borgut. Dahinter mit der Startnummer 32, Hans-Georg von der Marwitz auf Rang 3. Das neue Auto des Journalisten aus Hofstetten in Bayern braucht, wie er selbst sagt, noch circa 2 Monate, um absolut konkurrenzfähig zu sein.